So, meine Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Repackt aus Video. Heute leider mal wieder alleine, forever allein. Aber was soll man da machen? Manchmal muss man halt wieder back to the roots, sage ich mal, gezwungenermaßen. Aber ich denke, nach der Resonanz, nach der positiven Resonanz, kommt bestimmt irgendwann mal wieder ein Regi und Sayo packen aus und da freue ich mich schon drauf. Und bevor wir heute anfangen, wir haben jetzt hier heute drei Briefe und auch das Paket von Dominik, was ich ihm versprochen habe. Wenn ich die drei Briefe nicht bekommen hätte, würde ich nur das Paket machen. Nur für den Dominik, weil der wartet jetzt schon ganz, ganz lange drauf. Und das wollte ich gesagt haben. Und wenn mir jetzt noch jemand was schicken möchte, wie jedes Video, muss ich das halt leider sagen, damit das halt auch immer mal wieder erwähnt wird. Unten hier steht Postfachadresse, Postleitzahl und das Stichwort. Bitte das dann auf den Brief schreiben, weil einige wissen nie, was sie dann damit anfangen sollen. Das muss auf den Brief drauf, dann könnt ihr den abschicken. Aber ihr müsst auch euren Absender draufschreiben, für den Fall der Fälle, man weiß nie. Also wo ihr wohnt und so weiter und so fort, ja? Oder von wo der Brief kommt. Und wenn ihr mir ein bisschen größeres Paket schicken wollt, dann könnt ihr das auch machen. Schreibt mich dazu einfach privat an, eine PN. Und ich rück euch dann gegebenenfalls... Sorry, hab gerade gegessen. Boah, Chocuzel, Mante und so. Egal. Dann rück ich euch gegebenenfalls meine Real-Life-Anschrift raus. Ich möchte jetzt aber nicht lang drum rumreden. Fangen wir mit dem ersten... Dingenskirchen aus der Schweiz. Aus der Schweizerland, aus... Pfeffikon, ja. Pfefferkorn. von Setsuya, okay, von Setsuya. Nachname will ich natürlich nicht durchlesen und. Das Bibliothek-Game hatte keine Zeit. Was? Bibliothek-Game? Egal, bin ich mal gespannt. Aber. Was das ist und. Oh, geil! Geil! Woo! Sehe ich ja direkt mal. Das ist ein 3DS-Spiel und das ist jetzt, glaube ich, mein viertes, ja? Okay. Haben wir denn da keinen Brief? Also, ich depp. Setsuya, ey. Danke. Ich seh das jetzt schon. Also, ich lese erstmal den Brief vor, bevor ich euch zeige, was da drin ist. Auf jeden Fall ist es ein 3DS-Game. Voll krass. Hätte ich gar nicht gedacht. So. Hey, Regi und Sayo, beziehungsweise Fati und Lena. Da mich eure Let's Plays seit langer Zeit aufmuntern und zum Lachen bringen, wollte ich euch mal etwas schicken. Keine Sorge, das Mario-Spiel hatte ich doppelt. Und das Bibliothekspiel hat mich genug gebildet. Bibliothekspiel, kannst du mir in die Kommentare schreiben, welches genau du meinst, weil ich weiß gerade nicht, was da los ist. Hat mich genug gebildet. Um ehrlich zu sein, wollte ich Lena einen Manga schicken, aber ich habe gerade keinen, von denen ich mich trennen könnte. Dieser kleine Anhänger soll ein Glücksbringer für euch sein. Sorry wegen hässlicher Schrift, hier ein Keks. Ich kann zwar nicht zeichnen, aber egal. Party mit dem Sharingan, Lena mit dem Rinnegan. Oh. YOLO, liebe Grüße, Drimmi. Zu gelb. Tschüss. Also der geht ja richtig ab hier in der Zeichnung. Ich meine Regi mit Sharingan und so, ja, zack, ja. Na, Regi mit Sharingan, hier im Moment. So. Oder Fahrt mit Sharingan. Lena mit Ringan. Oder hier, keine Ahnung, was das sein soll. Aber gut. Vielen Dank dafür. Drimi. Hier steht Drimi. Dann sage ich Drimi. Drimi, Dankeschön dafür. Und ich zeige euch mal, was da drin war. Auf jeden Fall hier jetzt erstmal New Super Mario Bros. 2. Das hatte ich zum Beispiel noch gar nicht. Und ich hab halt nicht so viele 3D-Spiele. Ich habe einmal was von der guten alten Tita Kenshi bekommen, deren Paket ich im letzten Video ausgepackt habe, aber das Ende wurde ja irgendwie ausgeblendet. Keine Ahnung warum. Tut mir auch wirklich leid. Aber von ihr habe ich zum Beispiel auch Pokémon Rumble geschickt bekommen. Dann habe ich noch Ocarina of Time 3D. Ocarina of Time 3D und Mario Kart 7 und das war's. Mehr 3D-Spiele habe ich nicht. Weil mich überzeugt da irgendwie nichts. Oder reizt bisher gesagt nichts. Super Mario Land 3D. Vielleicht noch, aber sonst irgendwie nichts, ne? Für ein 3DS. Ja, natürlich, jetzt bald geht's los. PMD 3 und
X und Y, wird direkt zum Release durchgesucht mit Zeit zusammen, ja? Machen wir wieder so ein schönes Suchtwochenende, wir beiden. Dann geht's zur Sache. Ihr kleinen Lümmel. Ja, egal. Ich sage euch noch den Anhänger. Ja, ist egal. Ich sage euch noch den Anhänger hier, zack. Aus der Schweizerland. St. Maurice Mathieu. Keine Ahnung, wer das ist. Aber soll ein Glücksbringer sein, sagt er. Ja, verdeckt mal hier diesen Heslon da. Also, Dankeschön. Ich denke, wenn ich das Spiel durchhaben sollte, gebe ich das auch einfach mal Sayo. Dann haben wir beide was von. Ich meine, der ist ja immer an Spider adressiert gewesen. Chillig, ey. Geil. News up im Besuch. Fuck. Weiß nicht, was heute mit mir los ist. Wenig geschlafen. Zeugnis bekommen. Boah. Aber danke, Dreamy. Und schöne Grüße zurück an die Schweizerland. Dann haben wir hier etwas von Caroline. Oh, von Caroline. Von weiblichen Zuschauern bin ich nur Positives gewohnt. Ja. Was jetzt natürlich nicht heißt, dass ich von den Jungs nicht Positives gewohnt bin, aber von denen bin ich wirklich so immer überrascht. Von den Zeichnungen her auch und so. Jesus Christ. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Oh, verdammt. Wow. So, das kommt erstmal hin. Das da auch. Das ist Müll. So, immer erstmal. Es sind Karten. Okay. Und eine Zeichnung natürlich. So, auf der Zeichnung sieht man. Hab Kanimani gemalt, weil ich nicht Akani zeichnen wollte. Haben schon so viele gezeichnet. Kanimani aus PMD. Und Sneeble. Oh jo, ich glaube aber, das sieht man nicht. Ne? Ich erkenne das ja auch ganz schwer. Erkennt man das ganz, ganz minimal. Ne? Das erkennt man kaum. Also das ist hier ein Kanimani, hier links, so zack. Und das ist ein Sneeble, glaube ich. Und Kanimani beißt dem in die Hand. Das arme Kanimani. Und falls es euch interessieren sollte, ich habe vor, mir eine neue Cam jetzt für die nächste Regiepakt-Ausfolge zu holen. Und ja, weil einige haben ja so rumgemeckert von wegen Quali und so. Und ah, ich kann es verstehen. Und es wird besser, versprochen. Versprochen. Hoch und heilig. Heilig. Was? Nee, ich meine nur heilig. Leute. Nein. Okay. Hey, Digi. Zuerst möchte ich dir für deine Arbeit danken, die du immer auf dich nimmst, um uns mit deinen Videos zu bereichern. Dafür schon mal ein großes Dankeschön. Und ein großes Bitteschön zurück. Ich feiere deine Videos, weil ich deinen Humor mag. Und du oft irgendeine Scheiße in deinen Videos laberst. Ich nehme das mal als Kompliment. Ich habe dir noch ein Bild gezeichnet und habe ein paar Pokémon und Yu-Gi-Oh! Karten mitgegeben. Bleib so locker flockig gechillt. Viele Grüße, Caroline, aka Manga Fox. PS, das mit dem Tesafilm war extra. Ja, ich hab's gemerkt. Die Gott sei Dank nicht. Also die Zuschauer. PPS, da du ja jetzt ein neues Pokémon-Spiel anfängst, wollte ich fragen, ob ich vielleicht auch ein Pokémon sein könnte. Du könntest es dann zum Beispiel Fuchs oder irgendwie so nennen. Wenn nicht, wäre es auch nicht so schlimm. PPS, warte, ich hab's vergessen. Zwinker. Okay. Ja, mit den Namen muss ich mal gucken. Und vielleicht lässt sich das realisieren und ich werde es im Hinterkopf behalten. Fuchs. Gibt es irgendein Pokémon von der ersten bis fünften Gen, was einem Fuchs ähnelt? Wenn euch einer einschreibt, schreibt mir mal in die Kommentare. Mir fällt auf Anhieb irgendwie keiner an ein. Und ich zeige euch dann nochmal die Karten. Boah. Oh, Jesus! Jesus! Scheiße, das sind gute Karten. Geile Karten. Ich achte sehr auf das Design. So, das ist hier erstmal dieser Ritter des Buben. Ja, dieser Drecksbube. Dann Reshiram. Finde ich viel cooler als Zekrom. Dann haben wir hier so ein Doppeldinger. Einmal Ho-Oh, einmal Lugia. Nicht Ho-Oh, einmal Lugia. Einfach einmal Ho-Oh. Und zwar so doppelt. Seht ihr, muss man so aufeinander legen. Richtig gechillt. Und das war das, wo ich ausgerastet bin. Kennt ihr diese Yu-Gi-Oh! Fusion aus Buster Blader und ist die denn original? Die kommt mir so komisch vor, irgendwie. Nee, die ist leider nicht original. Aber trotzdem, die sieht geil aus. Ja, der Name kam mir schon vor. Da muss eigentlich Buster Blader und Dings draufstehen. Diese Fusion von Schwarzen Magier und Buster Blader. Die finde ich voll geil. Wenn jemand ein Original hat, ne? Ihr wisst, was ihr damit macht.
Nee, aber wenn ihr nicht braucht, dann. Ich hätte die gerne. Ihr wisst ja, wie sehr ich den schwarzen Magier mag. Auch diesen alten Weisen. Das sind alles Karten, die ich mag. Alles, was mit dem schwarzen Magier zu tun hat. Und mal Regigigas. AK, mein Daddy. Also, Dankeschön, Caroline. Das sind echt geile Dinger. Besonders dieser Magier hat es mir gerade angetan, auch wenn er nicht original ist, aber trotzdem. Geil, 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 geil. Heftige Folge heute. Dann habe ich hier noch den dritten Brief von Ken. Und ja, es macht euch so unglaublich viel Spaß, die doofen Briefe mit Tesafilm zuzukleben, ne? Aber der ist zum Glück locker gewesen. Aber achtet mal hier drauf. Hier, Tesafilm. Unglaublich. So, was haben wir hier? Wir haben hier wieder eine Menge an Pokémon-Karten. Chillig. Bin ich mal gespannt. Oh, das sind auch noch voll die. Oh. Oh. Das sind geile. Das sind geile, ey. Ich achte sehr auf das Design. Und, oh, da ist noch was drin. Okay. Und noch was. Ah, dieses Sayu. Okay. Gebe ich ihr dann. Und zeige ich euch gleich noch. Okay. Ja, was steht hier? Von LPs Hallo. Okay. LPs Hallo schreibt: Hallo Rie, deine Videos sind voll cool. Immer wenn ich aus der Schule komme, schaue ich mir eins deiner Videos an. Da kann man prima runterkommen. Und einfach mal chilligen, schönen Gruß auch an. Nee, und einfach mal chillen, so. Schönen Gruß auch an Sayu. Ich hoffe, dir gefällt die. Die Socken? Die Socken? Steht da Socken? Ich hoffe, dir die gefallen die Sachen, die ich dir mitgeschickt habe. Schöne Grüße, LPs, hallo. PS, mach weiter so. Pikachu mit Donnerblitz. Ich hasse es. Boah. Ihr seht Pikachu mit Dönerblitz. Ich hoffe, es sieht nicht so komisch aus. Doch, sieht es. Strange. Okay, Ken. Und jetzt kommen wir zu den Pokémon-Karten. Dich muss ich erstmal kurz muten. So. Vergesse ich jedes Mal aufs Neue. Denn ihr wollt ja wissen, was das für Karten dabei sind. Also, ich weiß auch nicht. Wir haben einmal ein Flamara. Einmal eine Sayu, okay. Die sortiere ich mal aus für Sayu dann. Ein Blaziken. Aka Uber. Blaziken. Relaxo. Pokebuddy. Schlafmütze. Ich hätte jetzt einmal mit Fettsack gerechnet. Palkia? Die ist doch bestimmt episch, ne? Die ist doch bestimmt episch, ey. Geil. Hier, Palkia. Palkia. Lucario. Kung Fu Lucario. Chelterra. Tornupto. Brennende Aura. Brennende Faust. Dragonier, alle natürlich Holo, Garnos, Holo. Ne, leider nicht. Aber es hat Drachen-DNA als Pokebuddy, ja? Hier Drachen-DNA. Obwohl es kein Drache ist. Raichu, Officer, jo. Zack, aussortieren. Boah, Holo natürlich. Geil. Darkrai. Geil. Wisst ihr, in PMD habe ich Darkrai gehasst, aber hier scheint es cool zu sein. Togetic, Wellenplutscher. Latias, sortiere ich auch mal aus, weil ich mag Latias. Latios. Ach du Scheiße. Latios ist ja viel. Ach, das ist. Ach so, ja, weil es Latios Ex ist. Also. Deswegen ist es auch stärker als das Latias hier. Nochmal Darkrai. Okay. Gut. Geil. Haben wir noch Celebi. Zack. Und eine Sayu. Holo natürlich. Und. Das sehe ich jetzt erst. Ist noch ein Glaziola dabei. Ich glaube, ich weiß, was ich mit dem Glaz. Ich glaube, ich weiß, was ich mit dem Glaziola mache. Ja. Ich weiß, was ich mit den Dingern mache. So. Diese Dinger werden erstmal aussortiert. Die anderen Sachen behalte ich. Und meine Freunde, ich würde sagen, vielen lieben Dank fürs Zugucken. Nee, Quatsch. Ich wollte nur kurz Dominik schocken. Durch hier. Ich tue ihn einfach mal hier.
Ich wollte nur kurz den Dominik schocken. Denn Dominik, wir haben noch dein Paket aus der schönen Switzerland. Das habe ich sogar irgendwann mal abholen müssen. Hier mit einer Hand. Seht ihr hier Ghetto-Style, hier sogar an der Kante. Quatsch, das Paket ist einfach ziemlich leicht. Hier, Paket sehen wir, zack. Und ja, Pornoschere ist bereit. Bin mal gespannt, was da drin ist. Es kam aus der Schweiz, war beim Zoll. Und der Zoll hat es, glaube ich, auch aufgemacht. Das machen die nämlich immer. Keine Ahnung warum. Habe ich schon die Angst, dass ich irgendwie. Die sehen meinen Namen, dann denken sich bestimmt, boah, der ist Terrorist. Lass mal gucken, ob da keine Bombe drin ist. Ja, super. Ich denke auch einfach nicht, dass sie das überall machen. Nur bei Verdächtigen. Keine Ahnung. Also ist so eine Vermutung. Ich weiß natürlich nicht, ob es stimmt, aber. Jetzt auf die andere Seite. Oh, das hast du sogar mit Dings geschickt. Priorität, damit es rechtzeitig ankommt. Bestimmt. Ach Mann, wie süß. Ich glaube, das war für meinen Geburtstag. Deswegen extra Priorität. Kann das sein? Ach Mann. Super nett von dir, wenn das stimmt. Nur deswegen. Ich wäre da zu geizig für. Hey, kommt natürlich auch immer auf die Person an, ja? Wenn ich ja so wichtig bin. So, wir haben hier erstmal Tüten. Zur Polsterung. Lücke. Oder? Da ist was. Boah, ist da viel drin. Viel Luftpolster vor allem. Da ist noch was drin. Und da unten. Oh, boah! Du bist ja richtig ausgerastet. Alles da unten. Jetzt muss ich hier mal kurz ein bisschen aufstehen und hier die Sachen. So. Ja. Wisst ihr, die Pakete kann ich immer entsorgen. Da kann ich hier vom 5. Stock runter und Sachen machen. Boah. Was machen Sachen? Ich will erstmal gucken, wo wir anfangen. Ich würde sagen, ich Fettsack. Ne, bin ich nicht. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit. Was war da los? Keine Ahnung. Das regt mich gerade bisschen auf, meine Freunde. Bisschen ist untertrieben. Ja, ich habe keine Ahnung. Manchmal bricht er das dann einfach ab. Ich glaube, weil ich die Maus immer auf dem Aufnahme-Button lasse, das ist natürlich nicht gut. Ich habe nicht alles bis jetzt ausgepackt. Aber ich zeige euch einfach mal. Ja, tut mir leid. Sorry, Dominik. Das passiert nur Faxen bei Leuten, die so viel Mühe geben. Ich zeige euch einfach mal, was wir bis jetzt haben. Das lästige Aussparen bleibt uns jetzt erstmal. Ich suche jetzt nach dem Wort. Egal, verzagt, egal. Wir haben hier ein paar Bildchen erstmal, die wir ja eben ausgepackt haben. Die hat er hier einfach mal abgedruckt, der gute Dominik. Sind Lena und ich drauf. Interessant. Auch wenn ich nicht weiß, warum ich ein Zebra-Zier bin. Keine Ahnung. Dann haben wir hier noch Psychic, Xiaomi, Kampfsau, Killer. Und Gangster. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Ich weiß immer noch nicht. Auch im Brief war bis jetzt noch kein Anhaltspunkt, was das war. Dann habe ich Geld ausgepackt. Hier. Das sind nämlich Schweizer Rappen für meine Mama. Die wird sich riesig drüber freuen. Zack, hier. Keine Sorge, das sind jetzt nicht eine Million oder so. dann, das waren so mehrere kleine verpackte Sachen, ja. Im nächsten war dann halt das hier drin. Game Boy Advance Spiel, Most Wanted. Yu-Gi-Oh! Rechef le Destructeur, Rechef der Zerstörer. Ja, Französisch. Und nochmal die heiligen Karten, wobei ich glaube, dass ich die heiligen Karten habe. Werde ich dann irgendwie Sayo geben oder so, was ich doppelt habe, ist ja kein Ding. Und gerade eben, da war ich richtig geflasht. Pokémon White 2. Und damit haben wir jetzt die Sammlung komplett. Ich habe jetzt, glaube ich, mit eurer Hilfe. Vor allen Dingen eurer Hilfe jetzt jedes Spiel aus der Pokémon-Reihe. Also jedes Hauptspiel. Und das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Danke für euren tollen Support, Leute. Also die Hauptspiele habe ich jetzt.
Hauptziel erreicht. Nebenziel wäre es jetzt natürlich, nochmal diese Nebenspiele zu haben. So PMD, Ranger. Ranger habe ich ja zum Beispiel komplett. PMD brauche ich auch noch. Paar, bin mir nicht sicher. Also wenn ihr PMD habt, ihr wisst wohin damit. Und ich glaube, ich wollte ja so eine Liste mal raushauen, ne? Ich glaube, ich mache das echt, wenn ihr so Spin-off-Sachen. Wenn ihr dann irgendwie bei euch mal findet, wenn ihr euren Speicher, eure Keller ausräumt, wie ich jetzt zurzeit machen muss. Ich habe da echt geile Sachen gefunden, interessante Sachen. Hatte leider noch die Covers oder die Cover von den ganzen Spielen, die ich mir selbst geholt habe. Das war Nostalgie pur. Ja, dann wisst ihr ja wohin damit. Denn ich sammle die gerne und leidenschaftlich. Denn ja, Pokémon König Regilubeng. Aber hier ist auf jeden Fall White 2, da freue ich mich riesig drüber. Ich glaube, ich zock auch gleich mal an und zu gucken, was das für ein Spielstand ist, wie weit du bist und so. Danke, Dominik. Krass, also Dominik hat das letzte Stückchen geschlossen. Und Pokémon XY muss ich mir da auch noch holen. Macht euch mal auf eine Überraschung gefasst. Für alle Leute, die Facebook geliked haben. Und jetzt kommt der letzte Teil. Ey, Dominik, du bist voll ausgerastet, ey. Das ist so total lieb von dir. Erstmal Geld für meine Mama, dann noch White 2 komplett und jetzt noch das. Er hat auch Karten geschickt. Ihr habt so einen Tick für Karten, ne? Ach Mann. Egal, ich schließe es einfach mal vor. Hallo Regi, aka Monsieur Le Bang. Ich heiße Dominik, aber du kannst mich auch einfach Double D nennen. Yo, Double D. Dick doof. Nein, Spaß, Spaß habe ich nicht gedacht. Erstens möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich dich selber den Brief schreibe. Ich bin Linkshänder und verschmiere daher oft, wenn ich etwas schreiben will. Und ich habe nicht die schönste Schrift. Ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen. Ich war auf YouTube und habe ein Pokémon-Let's Play gesucht. Dann hat es mir eines deiner Videos angezeigt. Lass mich lügen, aber ich glaube, es war Flora Sky. Und seit diesem Tag bin ich ein Fan von dir und habe fast alle deine Pokémon-Let's Plays gesehen. Du gehörst für mich zu den besten Let's Playern. Gemeinsam mit Neosan LPM. Dank deinem Let's Play zu Pokémon Schwarz und Weiß 2 habe ich beide Spiele zu meinem Geburtstag gekauft. Bitte das Datum nicht vorlesen. Okay. Endlich habe ich mich dazu entschlossen, dir diesen Brief zu schreiben. Ich finde auch die Togethers mit deinem Arschkim zusammen nur Chokgüzel. Ihr zwei seid einfach ein absolutes Dreamteam. Ich hoffe, dass ich auch mal so eine nette und süße Freundin finden werde. Bestimmt. Du darfst nur nie verzagen. Dank dir und deinen Pokémon-Let's Plays habe ich gelernt, wie man bei Pokémon logisch vorgeht. Sprich, früher habe ich nur ein einziges Pokémon trainiert und die anderen vernachlässigt. Deshalb wurde ich immer geraped. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich schreiben soll. Außer, dass ich jedes Mal froh bin, wenn ich eines deiner Let's Plays anschauen kann. Mach weiter so, denn deine Let's Plays sind einfach me gusta. Als kleines Geschenk habe ich dir ein paar GBA-Spiele und ein Nintendo DS-Spiel und ein paar Yu-Gi-Oh! Karten, die ich nicht mehr brauchte, gegeben. Dazu noch ein paar Bilder von meinem Pokémon, die ich in Schwarz-Weiß bzw. Schwarz-Weiß 2 in meinem Team habe. Ah! PS, bei den Yu-Gi-Oh! Karten habe ich eine kleine Überraschung für dein Arschgezeigt. Okay. Also, Moment, der Brief erstmal hier hin. Hier nochmal sein Team, das habe ich ja jetzt verstanden. Zack. Keine Ahnung, ob das sein Team ist. Wahrscheinlich war das hier bei Teil 1 oder so. Regiment 2, bin ich also zweimal im Team vertreten. Kanzler, Killer, Gangster, Psyomi, Psychic. Solides Team, besonders Psyana gefällt mir. Ich mag Psyana. Ihr wisst, Psyana ist mit Blitzer meine Lieblings-Evoli-Entwicklung. Und jetzt gucken wir uns nochmal die Yu-Gi-Oh!-Karten an. Gut. Captain nervt manchmal. Wir haben jetzt hier Gerümpelkrieger. Dann den Magna-Drachen, ist ein Empfänger, glaube ich, oder? Jawohl, ist ein Empfänger. Soweit habe ich, glaube ich, sogar noch gespielt. Gaia-Ritter, die Kraft der Erde. Das ist nicht Gaia-Ritter der Finsternis. Nee, nee. Weil eigentlich, glaube ich, sind das dieselben Personen. Aber nur, ja, egal. Das eine ist Synchro und, naja, gut. Und es sind noch hier einige, die in die Hülle einfach geschossen worden sind. Seepferdkaiser, Wächter Johann, Herold der Schöpfung, Staubtornado, Sündenbock, Seichtes Grab, Renge, Wall der finsteren Welt oder irgendwie sowas. Okay. Dann haben wir noch hier den kolossalen Kämpfer, auch ein Synchromonster.
Und jetzt haben wir sogar noch Gehirnkontrolle, Frequenzmagier, auch ein Empfänger, Klanghühnchen, Grümpfelsynchronisierer, Tempokrieger und ein Pikachu. Ich wusste es. Empfängerkrieger und ja. Also eine Menge Empfänger. Könnte ich ja irgendwie in mein Deck implantieren. Aber ich habe ja schon meinen seuchen verpesteten Untoten. Und Dominik, ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Das ist unglaublich, was du hier jetzt gerade investiert hast. Man hat wirklich gemerkt, dass du da viel Liebe reingepackt hast. Und viel Kreativität. Aber auch danke an alle anderen, die mir hier in dieser Episode einen Brief geschickt haben. Ihr seid die Besten. Und für mich steht mal wieder fest, ich habe einfach die besten Abonnenten. Und die beste Community. Meine Freunde, ich glaube, das war's für diese Episode. Ich muss jetzt hier auch erstmal wieder ein bisschen aufräumen. Bis dahin. Haut rein, was gut und ciao. Euer Bänger der Zielempfänger.